Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadow of the Phoenix. Ja, wir sind in der letzten Aufnahmesession ein bisschen umhergereist, haben gemerkt, dass wir für einige Gebiete noch nicht richtig ausgerüstet oder stark genug sind. Und sind jetzt am Rabenpass gelandet, wo wir darauf warten, dass dieser Riese hier vor uns endlich aufwacht. Weil daran erinnere ich mich noch gut beim Rabenpass. Der Riese ist, ja, recht wichtig eigentlich so gesehen. Also er hat eigentlich nur eine Sidequest, aber die hilft uns ungemein. Deswegen warten wir jetzt darauf, dass er aufwacht. Und ja, während der letzten Aufnahmesession habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Es ist noch nicht richtig, in die Stadt der Seen zu gehen. Und es war auch noch nicht richtig, zur Onyx, zur dunklen Küste zurückzugehen. Weil, ja. Mal abgesehen, an der dunklen Küste waren wir allein mit Urias. Also, wie heißt der nochmal ganz genau? Nicht, dass ich ihren Namen falsch ausspreche. Alaya, genau. Wir hatten Alaya an der dunklen Küste nicht dabei, nur Urias. Und in der Stadt der Seelen hatten wir niemanden dabei, waren wir ganz alleine. Das kann man so als Indikator nehmen, weil ist jetzt nicht Spoiler, aber unsere Gefährten, sage ich jetzt mal, verlassen uns ja immer wieder gerne mal. Also kann man das als Indikator nehmen, wenn sie uns verlassen haben, dass wir dann bereit sind für die jeweiligen Gebiete. Also sagen wir, wenn wir jetzt den Rabenpass fertig haben, sollten wir bereit sein für die dunkle Küste. Wenn wir Urias dann auch nicht mehr dabei haben, wenn er uns das nächste Mal verlassen hat, dann sollten wir bereit sein für ja. Keine Ahnung, warum der nicht aufwachen will. Gut, ich warte hier jetzt schon lang genug. Es ist jetzt Mittag. Vielleicht wacht er auch erst auf, sobald ich das Monument besetze, was auch gut sein könnte. Wenn ich muss ich mal kurz unterbrechen und mal nachgucken. Das Problem ist, er ist auch nicht anwählbar oder so. Über ihm kreist hier doch ein Fragezeichen. Aber ich kann ihn nicht anklicken. Okay. Ersetzen wir jetzt erstmal das Monument. In der Hoffnung, dass das ihn aufweckt. Scheinbar dooferweise aber auch nicht. Wieder unser Bling-Geräusch.
Ja, wenn's sein muss, wenn's sein muss. Das war jetzt nicht so geplant. Oder wisst ihr was, ich, ja, bevor wir zu viel Zeit verschwenden, probiere ich noch eine Sache. Lad den Speicherstand. Und verlass den Rab. Passt doch mal kurz. Hier ist übrigens ein eingestürztes Portal, das irgendwo mal hingeführt hat, aber jetzt nicht mehr. Ich resette sozusagen mal den Rabenpass. Mal gucken, ob das was bringt. Ja, betreten wir das Portal. Und wieder zu... Oh, hier sind wir auch wieder ganz alleine gerade. Die anderen beiden sind schon durch. Halt. Und nö. Okay. Dann beschwören wir jetzt hier einfach Trolle und legen mal los. Es wäre aber blöd, wenn der verbuggt wäre, dann wäre nämlich die Quest nicht mehr abschließbar. Arbeit! Vielleicht hätten wir die Goblins noch nicht töten dürfen. Alle Details weiß ich leider nicht mehr. Ich weiß nur, er wird von Goblins die ganze Zeit gepiesackt und dadurch, dass wir ihm helfen, belohnt er uns. Sieht bis jetzt aber nicht so danach aus, als ob er Lust hätte aufzustehen. So, erstmal kriegen dann die Steineklopfer. Steinbruch? Immer ich.
bitte fertig. So, dann holen wir uns vielleicht nochmal 5 Holzfäller. Wir können hier drüben eine Holzfällerhütte errichten. Was denn? Also ja, hier eine. Trolle haben das Problem, sie haben große Gebäude. So, wenn ihr das abgegeben habt. Oh ja, noch gucken. Was ist in den Karren hier? Direkt im Monument. Ja. Könnt ihr hier auch eine Holzfällerhütte errichten? Ah, hier steht gerade im Weg. Das ist unschön. Dorthin? Was? Wenn's sein muss. Riese schläft noch immer. Dieser Karren ist gefüllt mit Eisen. Das Eisen vom Karren nehmen. Das Eisen wird dem Eisenvorrat hinzugefügt. Sehr schön. Dieser Karren ist gefüllt mit Steinen. Die Steine werden dem Steinvorrat hinzugefügt. Oh, okay. Gut. Riese schläft noch immer. So, wo haben wir jetzt den besten Platz? Für ein kleines Haupthaus. Ach, errichten wir es einfach gleich hier. Wenn es sein muss. Keine Reaktion vor dem Riesen. Bitte fertig. War schon gut. So, da wir scheinbar auch mehr... Ach nee, wir haben viel Stein, gut. Ja, ja schon. Nahrungssammler und die Jagdhütte, die können wir da oben hinbauen. Gut.
Es ist auch echt noch verdammt ruhig, ey. Der freundliche Riese, der will immer noch nicht aufwachen.